Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Crimtales, zu meinem Kanal Saschas kleine Welt. Ich bin Sascha. Hallihallo, Hallöchen, liebes YouTube-Universum. Wir spielen heute wieder Crimtales. Müsste Part 3 sein. Und wir haben als letztes das Öl, und mit dem Öl können wir natürlich dieses Schloss entrosten. Jetzt drehen wir das einmal und kriegen schon wieder, was soll's, ein Rätsel. Das ergibt bestimmt Musik, aber wo sind all die Teile? So, jetzt passt es. Okay. Och nö. Ich werde verrückt. So. Okay. Wir machen jetzt erstmal das obere. So, wir nehmen das hier. So, bis jetzt läuft es eigentlich noch ganz gut. Das Spiel läuft allgemein sehr gut. Ich habe das mal vor Urzeiten, ganz ehrlich, ich habe das mal vor Urzeiten. Das passt? Okay. Ich habe das mal vor Urzeiten auf meinem Rechner probiert. Es hat nicht funktioniert. Es hat geleckt wie solche. Heute, spaßeshalber, wollte ich es einfach nochmal probieren, weil ich dieses Spiel so feier. Wollte ich es nochmal probieren und siehe da, ohne Lecken nichts, einfach so, gar kein Problem. Warum auch immer das jemals geleckt hat. Das kann ich euch nicht sagen. Aber es freut mich, dass es funktioniert. Und wir das zusammen zocken können, weil ich finde dieses Spiel so geil. Und ein weiteres Wimmelbild. So, ich hoffe, ihr feiert das auch, während ich die Katze gefunden habe. Der Marienkäfer. Drache. So, ich brauche jetzt. Da ist das Ding, die Sicherheitsnadel. Genau, der Handschuh bringt uns diesmal nichts. Ein Segelschiff. So, wir brauchen jetzt noch das Schaf auf der einen Seite. Schaf, 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 Schaf. Entschuldigung, ich musste ganz kurz auf die Uhr schauen. Das ist doch ein Boomerang, oder? Nee. Ist das ein Boomerang? Bist du ein Boomerang? Nee, du bist kein Boomerang. Ich benötige das Schaf. Wo habe ich das Schaf gesehen? Ich habe noch kein Schaf gesehen. Aber jetzt habe ich es. Genau. So. Jetzt haben wir hier nichts. Ring und Boomerang. Ganz ehrlich, ich spiele dieses Spiel auf einer 42 Zoll Klotze und sehe trotzdem nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr werdet alle daheim sitzen. Das nenne ich, wenn ich ehrlich sein darf, das nenne ich immer noch der Wer wird Millionär-Effekt. Ja, vielleicht kennt jemand den Effekt. Ich werde mal genauer erklären. Der Effekt bedeutet, wenn man bei Wer wird Millionär daheim sitzt und das in der Klotze anguckt und sagt, oh, bist du dumm, Alter, das kann doch nicht sein, das weiß doch jeder, bla bla bla. Und die Person aber gar keine Ahnung hat, dann verstehe ich die Person, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Boomerang war echt scheiße versteckt. Der Ring ist hier auf dem Ding. Das Herz ist hier. Und jetzt noch einen Dreizack. Dann macht man da immer und sagt, oh Mann, das weiß doch jeder und du bist so blöd und bla bla bla. Aber ich verstehe diese Person vollkommen. Das ist wie jetzt bei uns hier. Ihr werdet jetzt sagen, Alter, der Dreizack, du bist so blöd oder was? Mann, den habe ich schon lange gefunden. Was ist los mit dir? Und pipapo.
Aber wenn du hier sitzt und das dann machen musst und Aufnahme und nebenher reden und ein bisschen zu unterhalten oder versuchen zu unterhalten, ist das doch ein ganz anderer. Ist das doch was ganz anderes, wie wenn man es einfach daheim so macht oder jetzt hier zuschaut, weil ihr habt jetzt vielleicht die Schlange vorher noch nicht so gesehen, obwohl ich sie da schon gefunden habe. Dafür habt ihr vielleicht den Dreizack schneller gefunden. Und ich muss jetzt mal hier leider wild reinklicken, weil ich nicht weiß, wo sich der Dreizack befinden könnte. Aber das Rumklicken bringt, glaube ich, noch weniger. Ein Dreizack, ich hoffe, ich meine, es gibt nur das, was ich meine. Und zwar den vom König Triton, den Dreizack. Wenn ihr wisst, wen ich meine. Und das ist für mich der Wer wird Millionär-Effekt, wenn man vor der Glotze sitzt oder wie ihr jetzt unter, für, also auch bei YouTube, ist das doch was ganz anderes, wie wenn man selber spielen würde. So. Nein. Nee, gerade gedacht, das ist gar kein Boot mit einem Segel. Gerade gedacht, das wäre ein Dreizack. Das hätte mich doch jetzt stark verwundert. Liebe Leute, zeigt mir, wo der Dreizack ist. Ich verreck bei diesem Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Und eine bequeme Sitzposition finde ich heute auch nicht mehr. Ich werde euch jetzt nur mal aus. Werden wir den Tipp aktivieren? Nein, Sascha, tu es nicht. Aktivier keinen Tipp. Schaff es. Oder gib auf. In dem Fall müsste ich dann, glaube ich, aufgeben, weil ich doch keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz vor meinem Mikrofon ein bisschen drumrum schauen, weil ich sehe gar nichts. Ich werde mich jetzt ein bisschen anders hören als sonst. Jetzt bin ich genau hinter meinem Mikrofon und das wird sich schrecklich anhören. Schrecklich. Aber ich muss mal ein bisschen näher an den Fernsehen, obwohl ich gefühlte 2 Meter nur davon entfernt sitze. Ah, auf der Tasse. Ei. Ja, ich hab's doch gewusst. Meine Fresse. Ganz ehrlich, Leute. Ist unglaublich. So, jetzt kann ich hoffentlich mit diesem hier endlich mal das hier von dem Statuenhals runter nehmen. Runterholen wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das klingt gleich immer so falsch. Und mit John Grays Hand werde ich diesen Ring entsperren und danke für den Ring. Oh. Welch ein umwerfender Ring. Vielleicht ist er das Portal zur nächsten Erinnerung. Der Diamant ist schön und hart. Oh Mann. Er lässt mich verborgene Dinge sehen. Oh mein Gott. Oh. Wo bin ich? So, haben wir jetzt den Diamanten? Oh, die Machete haben wir auch aus dem Traum mitgenommen. Ja, perfekt. Ja, geiler Scheiß. Also, perfekte Sache. Wir haben jetzt den Diamanten. Das Tagebuch brauchen wir nicht mehr. Oh, ein schönes Hochzeitsfoto. In dem. Hier haben wir den Schrank mit einem. Was ist das? Hier hilft nur ein Schlüssel weiter. Jedes andere Objekt könnte die Kleidung meiner Schwester beschädigen. Richtig, weil wenn man eine Motorsäge nimmt zum Beispiel und nur die Kette durchsägt oder keine Ahnung, eine Axt, kann das natürlich schon sein, dass man damit die Polizei ermittelt immer noch im Tod meiner Schwester. Ist mir wurscht, ich will da durch. So. Gehen nochmal zurück.
Können wir denn hier eigentlich auch noch irgendwas anderes machen? Zum Klavier können wir noch, aber da brauche ich so einen Notenschlüssel, den habe ich leider noch nicht. Einen Ring habe ich jetzt noch. Und ich meine, für so ein Band brauchen wir auch eine Machete zum Durchschneiden. Da reicht keine handelsübliche Schere. Nein, da müssten wir natürlich schon mit dem mit der Machete draufkloppen, damit das funktioniert. Okay, so, wir gehen mal in die Eingangshalle. Hier geht's ins Obergeschoss. Das ist eine Nische. Gucken wir mal in die Nische. Der Spiegel ist verschmutzt. Ich sollte den Staub und die Spinnenweben entfernen. Dann nimm doch mal deine Hand, Himmel. Das kann doch nicht wahr sein. So, hier haben wir jetzt eine Schaufel. Mit dieser Schaufel können wir in dem Kamin dann irgendwas mit der Schaufel hier machen. Vielleicht ein bisschen umgraben. Ne, ich versuche besser etwas anderes. Dankeschön. Geschlossene Tür. Der Schlüssel fehlt schon seit geraumer Zeit. Ich muss das verwenden, was ich habe. Der Kronleuchter hängt zu hoch. Ich komme nicht an ihn heran. Tja, das ist blöd. Okay, hier können wir dann nichts mehr anfangen. Dann gehen wir mal ins Obergeschoss. Und jetzt juckt mein Ohr. Oh, 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 oh. Kleinen Moment. Ich musste kurz die Standby-Funktion von meinem Fernseher deaktivieren, sonst wäre der jetzt ausgegangen und ich hätte auf meinem Laptop weiterspielen müssen. Das konnte ich gerade noch verhindern. Ah, scheiße, den Schlüssel. Sehr gut. Damit wir machen am besten direkt eins nach dem anderen, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Mit dem Schlüssel öffnen wir natürlich die Schloss hier. Sesam, öffne dich. Und im Schrank die Kleider und ja. Habt ihr es gesehen? Liebe. Liebe steht da. Ist ja unglaublich. Krieg, König, Kuh. Ich nehme mal das Wort Krieg. Krieg. Dann nehmen wir die Puzzleteile oder das Rätsel. Luisa, hier das Herz. Elefant. Die Kuh. Den König. König ist hundertprozentig ein Schachspiel gemeint. Weil ich hier schon eine Figur vom Schach sehe. Und da haben wir den Weihnachtsmann. Den Drachen benötigen wir nicht. Wo haben wir denn den König? Da haben wir den Schwan. Da ist der König. Eine Wäscheklammer und Weintrauben. Die Weintrauben sind hier. Ein Nob-Nob. Ein Bonbon. Krabbe und die Eins. Eine Eins. Da ist die Eins. Hallo, das ist doch eine Eins. Komm, das kann man doch gelten. Okay, jetzt fehlt uns noch eine Krabbe. Jetzt wäre Optifine schön. Einfach fupp, hinzoomen. Einfach ohne Probleme hinzoomen. Da haben wir die Krabbe. Was? Die 1? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das sah eher aus wie eine Krabbe. Aber die Krabbe ist wohl das da. Bist du ein Bonbon? Nö, du bist zu groß für ein Bonbon. Denke ich mal. Die Wäscheklammer und ein Bonbon. Wäscheklammer. Und jetzt fehlt nur noch das Bonbon. Das Bobo. Bist du ein Bonbon? Es ist schwer zu erkennen so. Bist du ein Bonbon? Nö. Hier ist kein Bonbon zu sehen. Bist du vielleicht ein Bonbon? Nein, du bist auch kein Bonbon. Ein Bonbon könnte so viel sein.
Ich bin gespannt, wann ich zum ersten Mal den Tipp aktivieren muss, weil bei mir fehlt es immer an einem. Ach, das ist doch kein Bonbon, das ist eine Zuckerstange. Meine Güte. Kommt, Leute, echt jetzt. Das ist kein Bonbon. Oh, stimmt ihr mir zu? Das ist doch kein Bonbon. Du hast alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden. Dieses Objekt sieht nützlich aus. Die Ei... Ach, auf die heißen. Jetzt ist ein Dreier drauf. Gerade eben war es noch ein Einser. Das Spiel fragt mich doch. So, wir gehen ins Obergeschoss. Gucken mal in das Aquarium. Was ist kräftig genug, um Glas zu zerschneiden? Vielleicht ein Diamant oder eine... Das Absperrband. Die Polizei hat den Durchgang abgesperrt. Ich muss das Absperrband durchschneiden, um voranzukommen. Aber ich habe doch das Ding gar nicht mehr. Die Machete. Du brauchst ja nämlich die. Jetzt haben wir eine Leiter. Sehr schöne Sache. Können wir mit der Leiter vielleicht oben drüber steigen? Meine Güte. Gehen wir mal zum Eingang. Können wir hier eigentlich noch was machen? Wenn es keinen Schlüssel gibt, muss ich wohl die Kette durchschneiden. Aber ohne Werkzeug ist dies nicht möglich. Kann ich dir vielleicht mit der Schaufel hier... Nee, kann ich nicht. Okay. Eins von drei. Ich brauche einen kleinen Schlüssel, um die Uhr zu öffnen. Jetzt sieht man hier den Sekundenzeiger gar nicht mehr oder den Minutenzeiger, aber hier sieht man... Meuterei! Okay, ich gehe mal hier durch. Mit Luisas Zimmer kann ich hier mit einer Leiter wahrscheinlich wenig anfangen. Kann ich hier zum Kronleuchter hoch? Hier haben wir die zwei. Gut. Eins fehlt jetzt noch. Das Absperrband. Nische. Kann ich mit der Schaufel? Nee, kann ich nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das... Obwohl, gewundert hätte mich in dem Spiel hier gar nichts mehr. Das funktioniert nicht. Ah, dahinter. Aber ich muss irgendwie die Flammen erst ausmachen. Oh, jetzt leckt es ein bisschen. Okay, das geht nicht. Muss ich rumprobieren. So langsam gehen mir nämlich die Ideen aus. Ich glaube, ich muss eh mal. Ich muss mal ganz kurz auf meine Uhr schauen. Ja, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Sag danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch das gibt. Wünsche euch noch viel Spaß. Vielleicht noch ein bisschen weiter YouTube durchstöbern. Vielleicht noch ein bisschen an meinen Kanal durchschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren oder in den Likes wiedergeben. Ich würde mich persönlich sehr über ein neues Abo freuen. Ich bin noch in der Lage, mich über 1 bis 2 Abonnenten sehr zu freuen. Das sind andere wahrscheinlich nicht mehr, die eine zu hohe Zahl vorweisen. Aber ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich werde auch gucken, dass ich jedes Kommentar, so habe ich es bis jetzt immer gemacht, beantworte. Solange es noch geht, Leute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bedanke mich und sag schönen Abend.
guten Tag, je nachdem, was ihr jetzt noch vorhabt oder wie spät es gerade bei euch ist. Macht's gut, bis denn dann, haut rein, ciao.